Also Vidas Concepts habe ich gegründet 1997 als IT-Consulting-Unternehmen mit dem Ziel, die richtige Software richtig zu entwickeln für unsere Kunden, typischerweise kundenindividuelle Software. Und dann haben wir gesagt, mein Gott, ne, warum nicht im Produktbereich positionieren, im Bereich Software as a Service, und dadurch ist Vidas entstanden als sehr, sehr moderne und tolle Lösung. Also dann kam meine Schwester und ich ins Spiel. Wir haben ja, nachdem wir IT studiert haben oder Allgemeinstudium beendet haben, sind wir mit ins Unternehmen eingestiegen und haben dann quasi den Fokus darauf gelegt, auch wirklich im Unternehmen einzusteigen, und haben erstmal so ein paar Projekte gemacht und später dann auch wirklich gemeinsam mit unserem Vater die Transformation hin zum Software-as-a-Service-Unternehmen mit Cidas und Knips geschafft. Das war eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich glaube, wir ergänzen da uns sehr gut. Mein Vater hat natürlich sehr viel Erfahrung, Expertise in dem ganzen Bereich, auch jahrelang Softwareentwicklungsprojekte geführt, umgesetzt, und ist ein sehr guter Architekt. Das heißt, es hilft uns wirklich, dass wir ihn an der Seite haben. Und er gibt uns, glaube ich, auch die Chance, uns dann selber weiterzuentwickeln und mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist für uns natürlich ein guter Prozess, wirklich. Man kommt nicht ins kalte Wasser und muss alles alleine machen, sondern hat die Unterstützung und kann dann auch Stück für Stück in diese Rolle reinwachsen. Es ist auch eine Management-Transformation letztendlich, dass meine Kinder es erlernt haben, Management-Aufgaben auch vollumfänglich wahrzunehmen. Das kommt aus Erfahrung. Und das andere Thema ist eben diesen Spirit von Vidas, dass wir immer sehr, sehr kundenorientiert denken und arbeiten, das auch weiter zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube, die Reise ist relativ klar. Wir wollen weiter im Bereich Software Service uns als führendes Unternehmen positionieren. Haben wir, wie gesagt, mit Knips auch die zweite Lösung mittlerweile am Markt. Und da werden wir weiter daran arbeiten, gemeinsam als Familie, aber auch gemeinsam mit den tollen Kollegen, die wir haben, einfach Cidas, Vidas und Knips als Produkt und auch weitere Produkte vielleicht in Zukunft zu entwickeln, voranzutreiben und unsere Kunden erfolgreich zu machen. Also ich finde es sehr wichtig, weil wir einfach den direkten Austausch mit den Kunden haben. Wir haben wirklich die Möglichkeit, das Feedback zu bekommen. Sind auch sehr froh, dass viele Kunden da sind und auch wirklich durchweg positives Feedback zum Event, aber auch zum Produkt geben und auch wirklich uns unterstützen, indem sie auch mit Vorträgen, Keynotes dabei sind und ihre Use Case mit uns und anderen Kunden teilen. Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde es natürlich sehr, sehr gut und wichtig für die Kunden auch, damit die sich austauschen und dass wir auch direktes Feedback bekommen, auch durchaus mal Anerkennung. Und deswegen finde ich das Event sehr, sehr schön, und ich hoffe, dass alle Kunden hier auch sehr viel Spaß gehabt haben.